Baustellenrundgang mit einer Besuchergruppe. Ronald Kaiser von der Bauüberwachung erklärt, was rund um den Hallenser Bahnhof in den nächsten Jahren passieren wird. Mehr als 700 Millionen Euro werden im Knoten Halle investiert. Nach gut einem Jahr Bauzeit sind die ersten Teilprojekte fertig, unter anderem die Eisenbahnbrücke Birkhahn und die nördliche Einfahrt in den Knoten Halle. Während der Bauarbeiten geht der normale Zugverkehr weiter. Wenn die gesamte Aus- und Neubaustrecke Nürnberg-Berlin, das Projekt VDE 8, Ende 2017 in Betrieb geht, soll die komplette Durchfahrt durch den Knoten Halle erneuert sein. Im Wesentlichen wird es darum gehen, Halle an dieses Hochgeschwindigkeitsnetz anzubinden. Wir haben heute Durchfahrtgeschwindigkeiten von ca. 40 Stundenkilometer an Halle. Im Endzustand werden wir bis 160 Stundenkilometer realisieren, um die Fahrzeitgewinne, die wir auf der Neubaustrecke schaffen, auch im Knoten Halle nicht liegen zu lassen. Mit zur Großinvestition gehört der Neubau der Zugbildungsanlage auf dem Gelände des alten Güterbahnhofs. Zwei der vier Gleishafen sind schon komplett mit Schienen versehen. Ganz wichtig, die Ostumfahrung für den Güterverkehr ist in Betrieb. Damit ist Platz für die Arbeiten am Hauptbahnhof. Während der gesamte Personenverkehr derzeit über den Westteil des Bahnhofs geführt wird, ist die Osthalle schon weitgehend zurückgebaut. Bei den Personenunterführungen machte das Bauteam eine unerwartete Entdeckung. Die Fundamente, die Tragwerke unter den Gleisen waren in einem weitaus schlechteren Zustand als gedacht. Das war aus der Planung heraus nicht ersichtlich, beziehungsweise man konnte im Vorfeld nicht genau erkennen, wo das eigentliche Trägerwerk ist. Das entsprechend die Gleistragwerke massiv angegangen sind, massiv verrostet waren, nicht mehr die Tragkraft hatten. Und deshalb wurde dann entschieden, der Rückbau. Mit Konsequenzen. Der Zeitplan wird geändert. Dadurch, dass mehr gebaut werden muss, werden die Arbeiten an beiden Bahnhofsseiten insgesamt 2 Jahre länger dauern, bis 2019. Trotzdem wird so geplant, dass die Einbindung der Schnellbahntrasse gelingt. Die VDE 8 wird planmäßig Ende nächsten Jahres im Dezember 2017 in Betrieb gehen. Dazu wird nun richtig reingeklotzt. Rund 600 Bauarbeiter sind täglich im Einsatz. Das Bauteam muss auf dem Gelände, das 150 Jahre Geschichte in sich trägt, aber stets mit neuen Überraschungen rechnen. Dies sind keine übergroßen Maulwurfshügel. Hier wird nach Kampfmitteln gesucht. Im Zweiten Weltkrieg sind mehr als 1000 Bomben auf den Bahnhof niedergegangen. Das heißt, dass wir eine Auflage bekommen haben von der Polizei, das Gelände des gesamten Bahnhofes kampfmitteltechnisch zu untersuchen. Und dabei ist einiges zutage getreten. Also es wurde eine Fliegerbombe mit 115 Kilo gefunden. Diese war nicht mehr, oder es gab nicht die Möglichkeit, diese zu bergen. Deshalb wurde sie sofort gesprengt. Und darüber hinaus ca. 80.000, 85.000 Einzelfunde an Infanteriemunition, an Handgranaten, an Panzerfäusten. Ein anderes Erbe der Geschichte waren 21 Stellwerke im Bereich des Knotens Halle. Diese werden nach und nach abgerissen. Alle anderen Stellwerke werden durch ein elektronisches Stellwerk ersetzt, welches in Leipzig ist. Also der Knoten Halle wird künftig dann von Leipzig aus ferngesteuert. Grundlage für den schnellen Bahnverkehr im 21. Jahrhundert. Halle wird Schritt für Schritt zu einem der modernsten Bahnknoten Deutschlands. Motiviert sind alle sehr. Also die große Zielrichtung, die in Betriebssetzung der VDE 8 ist unser oberstes Ziel. Darüber hinaus wollen wir natürlich eine schöne und moderne Infrastrukturanlage der Stadt zur Verfügung stellen. Dann ist Halle an das moderne Hochgeschwindigkeitsnetz der Bahn wirklich gut angebunden. Dazu tragen alle im Projekt ihren Teil bei. Und bis zur Fertigstellung wird Ronald Kaiser noch viele Besuchergruppen in die Einzelheiten des Großprojekts eingeführt haben.